Die SP Schweiz sagt Nein zu diskriminierenden und rückständigen CVP-Initiative. Die SP sagt Nein zur Diskriminierung hunderttausender gleichgeschlechtlicher Paare in der Schweiz. Die SP Schweiz sagt Ja, endlich vorwärts zur Individualbesteuerung, auch in der Schweiz, wie es alle anderen Länder Europas längst eingeführt haben, notabene als Gleichstellungsmaßnahme. Liebe Freundinnen und Freunde aus der ganzen Schweiz, ich begrüße euch im Namen der Sozialdemokratischen Partei. Ich begrüße euch auch als Co-Präsidentin der Fachkommission der SP für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. In dieser Fachkommission bereiten wir sämtliche Geschäfte vor gegen die Diskriminierung und für die Gleichheit aller Menschen in der Schweiz. Und ich begrüße Sie besonders als Mutter eines homosexuellen Sohns. Und ich sage aus Erfahrung, wir haben genug, wir Eltern, Freundinnen, Freunde, Mitglieder von FELS, Freundinnen, Eltern, lesbischer und schwuler Personen, wir alle Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen, wir haben genug. Die SP Schweiz hat 1.100.000 Abstimmungszeitungen verteilt in den Haushaltungen. Wir haben nicht das Geld für die mehrfachen Haushaltversende wie eine Partei von rechts. Wir verteilen die Zeitungen mit unseren Menschen. Und wir haben die Abstimmungszeitung in der ganzen Schweiz verteilt mit dem Aufruf CVP-Initiative Nein, Steuergeschenke für Reiche Nein, neue Diskriminierung für Gleichgeschlechtliche Nein. Die CVP-Initiative beruht auf einem dreifachen Etikettenschwindel. Fakten und Zahlen belegen es. Katrin Bertschi hat es auch schon ausgeführt. Verheiratete Paare werden in der Schweiz massiv bevorteilt. Ich bin so ein Teil eines verheirateten Paars seit 33 Jahren. Also ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Also den verheirateten Paaren geht also nichts ab in dieser Gesellschaft. Im Gegenteil. Sowohl bei den Steuern als auch bei der AHV und weiteren Sozialversicherungen, beim Erbrecht und bei der Erbschaftssteuer sowieso. Also, welche sind die drei Etikettenschwindel? Erstens, erster Etikettenschwindel. Heiratsbonus bei den Steuern. Der Begriff der Heiratsstrafe ist einzumotten, weil falsch. Die NZZ vom 16. Februar hat es gut aufgedeckt. Und auch die Zahlen von Daniel Lampart, Ökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, in der Zeitung Work vom 5. Februar, sprechen eine klare Sprache und zeigen die Belastungsrelationen mathematisch in Kurven auf. Den 80.000 reichsten Ehepaaren in der Schweiz stehen 370.000 klar steuerlich bevorteilte Ehepaare gegenüber. Im Durchschnitt sind die Ehepaare etwas besser gestellt als die Konkubinatspaare. Sagen Sie das bitte jedem Konkubinatspaar in der Schweiz, und das sind viele. Das sind gleich viele ungefähr wie die Verheirateten. Also bitte Konkubinatspaare alle Nein stimmen, bitte geschiedene Paare alle Nein stimmen sowieso. Zweiter Etikettenschwindel, Heiratsbonus bei der AHV. Die verheirateten Paare haben 2,8 Milliarden Mehrleistungen aus den AHV-Leistungen bei Witwenrenten, bei Beitragsbefreiung, wenn ein Teil erwerbslos wird, und haben nur 2,4 Milliarden Differenz, weil sie nicht zweimal die volle Altersrente haben. Das heißt, sie haben einen Bonus von 400 Millionen Franken, auch aus der AHV. Und der dritte Etikettenschwindel, liebe Freundinnen und Freunde, das finde ich noch den schmerzlichsten, wirklich den schlimmen. Deswegen sind wir auch hier zusammen. Das ist die massive Diskriminierung aller gleichgeschlechtlichen Paare, arglistig hineingeschmuggelt. Katrin Bertschi hat es gut gesagt.
Und die CVP will jetzt das Volk noch anschwindeln und sagen, ja, das hätten sie dann nicht gewollt und nachher können sie dann schon noch über die Ehe für alle reden und so weiter und so fort. Dabei ist Fakt, und ich sage es deutsch und deutlich, die Organisationen der LGBTI-Organisationen in der Schweiz haben vor Beginn der Unterschriftensammlung der CVP mit der Spitze der CVP Schweiz Kontakt aufgenommen und haben sie auf diesen klaren Willen der Diskriminierung der gleichgeschlechtlichen Menschen aufmerksam gemacht. Und die CVP hat nicht ein Jota korrigiert am Wortlaut ihrer arglistigen Initiative. Das ist der dritte Etikettenschwindel. Persönlich finde ich es den schlimmsten, weil er betrifft Menschen. Wir dürfen diese Initiative nicht anbrennen lassen. Es geht um viel. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.